Ja, hallo liebe Freunde meines Kanals und willkommen hier zurück bei Dark Souls 3 im Story Mode. Am Ende der letzten Folge hatte ich ja das Problem, dass ich in dieser Series Quest-Reihe nicht weitergekommen bin und habe mich auch sehr gewundert. Jetzt habe ich das Ganze nochmal nachgelesen und abgesehen, dass ich da einen wichtigen Zwischenschritt übersehen habe, den wir zum Glück noch nicht gemacht haben, der mir Hoffnung gibt, dass die Questreihe immer noch funktioniert. Und zwar müssen wir eine spezielle Asche besorgen und die finden wir hier. Ich habe mich jetzt gerade zum alten Wolf von Faron teleportiert, einfach nur, dass ihr das vielleicht nachvollziehen könnt und gehe jetzt hier nach oben und da finden wir gleich was. Was wir damals nicht gefunden haben oder übersehen haben oder nicht sehen wollten, ja, hier ist eine unscheinbare Wand. Und hier finden wir die Asche eines Traumjägers. Und die ist extrem wichtig, denn die brauchen wir, um Ciri's nochmal zum Feuerbandschrein zu rufen, um dann quasi ihre Questreihe weitertreiben zu können. Und zwar die Asche eines Traumjägers. Schattenasche von einem, der davon träumte, der Untotenlegion beizutreten, ermöglicht Erwerb neuer Gegenstände bei der Schreindienerin. Am Ende fanden die Traumjäger, die ziellos durch den verfaulten Wald wandelten, ein Gefühl der Erfüllung. Ja, das Gefühl der Erfüllung werden wir hoffentlich auch erleben, wenn wir dann gleich Ciri's treffen werden. Hoffentlich. Ich drücke uns einfach die Daumen. Denn das wäre echt blöd, wenn wir in dieser Questreihe nicht weiterkommen. Und wenn ihr es immer mal so komische Geräusche hört, das ist mein Mikrofon, wenn ich es kurz mal zurecht drücke. So, jetzt ist sie noch nicht da, weil wir müssen natürlich erst einmal die Asche abgeben. Au, ha. Ashen One, what woeful umbral ash is this? This barren dust stuff of a fool won't yield aught. Where didst thou happen upon the stuff? Tell me, for the sport. Nichts sagen. Sagen, wo du die Asche gefunden hast. Wir sagen es ihr einfach mal. Oh yes, I see. Clinging to lofty dreams in this dying world, more's the pity. It must come from one most foolish indeed. Wouldst thou not agree? Ich stehe mit einem Bein im Blut. Ashen One. So. Jetzt theoretisch. Müsste ja Ciri's eigentlich zurückkehren. Aber ich glaube, das ist wieder so eine Sache, die passieren kann, nachdem wir den Spielstand neu geladen haben. So, ich hoffe mal, dass es jetzt nicht so schlimm war, dass ich hier gesagt habe, wo wir die Asche herbekommen haben. Ansonsten wäre es nämlich echt ziemlich mies. So, wir laden die Welt neu. Jetzt müsste sie doch eigentlich auftauchen. Da ist sie. Ciri's. Ah, endlich. Super. Und das heißt, dass wir mit der Questreihe weitermachen können. Hello again. I have since heard a great deal about you. For one, that you are most gentle of heart. I too am bound by duty, but can offer you my sign. I hear that cordial intrusion lays the path to embers. If I can be of help, by all means, do call upon me. Blessing of the moon upon your journey. If you should require assistance, use my sign. Blessing of the moon upon your journey. If you should require assist blessing of... Okay. Ich dachte eigentlich, dass wir jetzt noch was von ihr kriegen, aber... If you should acquire a blessing... Okay, auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal mit ihr geredet. Jetzt gucke ich mal, jetzt müsste ich doch eigentlich, wenn ich jetzt... müsste ich ja eigentlich jetzt auf der Brücke das Summon Sign von ihr finden. Jetzt haben wir die Questreihe vorangebracht.
Oder muss ich jetzt noch einen Boss zwischendurch besiegen? Ja, eigentlich muss man, man muss das fluchverderbte Großholz besiegen. Aber das ist tatsächlich schon längst passiert. Und haben wir sie ja, glaube ich, das erste Mal. Nee, wir haben sie, glaube ich, mit einer anderen Sache getriggert. Ich weiß es nicht. Aber ihr Summon Sign taucht jetzt hier auch nicht auf. Man muss, normalerweise wird man dann hier nämlich von ihr beschworen, um einem, ihr bei einem Kampf zu helfen. Aber normalerweise hätte ich auch noch eine Geste von ihr bekommen sollen. Deswegen wundert mich das gerade. Mal zurück zum Feuerbahnschrein. Das ist immer dieser Vorführeffekt, wenn man halt solche Sachen macht, ohne das vorher einfach mal trocken geübt zu haben. Das kann dann teilweise echt alles so ein bisschen dann wieder anders laufen, als man sich das denkt. Jetzt ist sie nämlich schon wieder weg. Die Ciris. Wartet mal. Also. Und zwar. Genau. Speak with and gain the Dark Moon Loyalty Gesture. Genau, kill. Ach so, ich muss jetzt nochmal die Welt nochmal neu laden. Ah. Nochmal Reload the World praktisch machen. Aha. Also so steht es da zumindest. Da stand jetzt auch nicht, dass ich jetzt, also nichts, wo ich jetzt sage, okay, da habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht. Wahrscheinlich habe ich die Dark Moon Gesture schon bekommen, weil ich ja abgekürzt habe am Anfang. Das kann natürlich sein. So. Ich kann ja einfach mal gucken, ob ich die einfach schon habe. Warte mal. Und zwar. Hier, Finstermondtreue. Ne, ich hab die. Die Geste habe ich. Gut. Wahrscheinlich muss ich dann wirklich nur einmal die Welt neu laden. Also ich kann es mir so vorstellen. Weil ich habe jetzt auch nichts gelesen, dass es dann natürliche Punkte gibt, an denen man diese Questreihe brechen kann. Also an dem man die Questreihe dann zerstört, indem man dann halt Sachen macht. Zumindest nicht so, wie ich gespielt habe. Müsste eigentlich alles ganz gut laufen. Ich habe die Geste. So, ah, guck mal, hier ist jetzt was. Da sehe ich doch schon von hier aus. Ciris aus dem sonnenlosen Reich helfen und als Phantom rufen lassen. Natürlich machen wir das. Oh, super, wir kommen in dieser Questreihe voran. Oh, ist das schön. Ist das schön. Ist das doll. Wir treffen sie dann ja erst später wieder bei noch einem Kampf, bei dem wir ihr helfen müssen. So. So, Ciri, zeig uns deine Macht. Und wir müssen gegen Kraten, dem Wanderer, kämpfen. Das Schöne ist, ich kann ihn echt mit jedem Schlag staggern. Das ist das Geile an dieser Waffe. Du hast keine Chance gegen uns beide. Boah, wie wir ihn echt hier richtig belagern. Er will er nochmal heilen, will er da nochmal. So, ist er besiegt, der Blödian. Und Ciris tritt nochmal nach. Thank you for your kind assistance. Blessing of the moon upon your journey. So, Kraten der Wanderer wurde besiegt und ich kehre in meine Welt zurück. Ja, und wir haben ihr geholfen und gesehen, dass diese Waffe echt ganz schön was drauf hat. Allerdings der Damage Output jetzt bei Kraten nicht so hoch war. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass er vielleicht ein stärkerer Gegner war. Auf jeden Fall hat er ihr ordentlich Schaden gemacht. Also wahrscheinlich stirbt sie dann auch relativ schnell.
Wenn man ihr quasi dann nicht richtig hilft. So, macht jetzt aber nichts. Ich glaube, wir treffen sie jetzt wieder am Feuerbandschrein. Und mal gucken. Ach, wie sie jetzt da gerade runtergefallen ist. Plom. Schnell noch durch die Decke gebrochen. I have not thanked you for your generous rescue. That dark spirit was one of Rosaria's fingers. Vile, bastard offspring who lurk in the darkness. My sworn enemies. Fearsome invaders, to say the least. I would not have made it alone. You have my deepest gratitude. Gesegneter Kettenbrecher und Silberkatzenring haben wir jetzt bekommen. If you require help on your travels, I offer you my sign. Blessing of the moon upon your journey. If you require help on your travels, I offer you my sign. Jetzt haben wir diesen Kettenbrecher bekommen und wir haben diesen Katzenring bekommen. So, der Kettenbrecher, der Gesegnete, macht ein bisschen weniger Schaden. Dafür skaliert er auch nicht so gut. Ah doch, er skaliert dann dafür noch mit auf Glaube. Macht aber keinen Bonusschaden, oder? Nee. Skaliert schlechter, macht keinen Bonusschaden, aber er skaliert halt mit auf Glaube. Ein kleines Schwert für Stoßangriffe. Die gehärtete Zähklinge kann schwere Rüstungen durchschlagen und tödliche kritische Angriffe ausführen. Und wir haben noch diesen Silberkatzenring bekommen. Was gibt uns der nochmal? Wo ist er denn, der Silberkatzenring? Da. Silberring mit dem Motiv einer sprengenden Katze. Verhindert Schaden durch Herunterfallen. Im Zeitalter der Götter oder kurz darauf soll eine alte Katze mit der Stimme einer alten Frau und in Gestalt eines Sterblichen in der Sprache der Menschen gesprochen haben. Ja, und damit ist natürlich die Katze aus Majula gemeint, die wir in Dark Souls 2 getroffen haben. Und auch sie gab uns ja diesen Ring, mit dem wir weniger Fallschaden bekommen und in das tiefe Loch hinab konnten. Mitten in Majula. So, jetzt gehen wir nochmal hierhin ganz kurz zurück, weil ich will ganz kurz in der Kirche von Joschka, muss aber immer an Joschka Fischer denken, also Joschka Fischer denken. Joschka Fischer, der ehemalige Grünpolitiker. Joschka. Genau, hier müssen wir auch noch ganz kurz mal was probieren. Also ich will hier nämlich was ausprobieren. Und zwar will ich den Damage Output dieser Waffe mal testen. Übrigens, jetzt seht ihr hier da hinten, ne? Jetzt ist hier natürlich diese Figur weg, von der ich die ganze Zeit sagte, dass das die Spionin ist. Ja, die ist weg. Die Spionin ist ja auch tot. Ist nämlich nach dem Eheritual, bei dem wir Andre ein Schwert in den Kopf gestoßen haben, gestorben. Tja, so kann es gehen. So, ich will mal den Damage-Output der Waffe regulär testen. Okay, der Damage-Output ist echt geil. Der ist echt gut. Was für eine nicer Waffe. Na gut. Jetzt in der Kombination wird sie nicht ganz so gut sein. Ich muss aufpassen. Ich glaube, hier kann ich nicht von Aldrich seinen Typis gejagt werden. Ja, jetzt wird hier gekombot, Junge. Bamsen, gebamsen. Das ist auch echt so ein richtiger Rock'n'Roll hier. Na, ja, 1A zerlegt. Ja, das Tolle bei der Waffe, habt ihr übrigens mir in die Kommentare geschrieben, daher weiß ich, dass die Waffe staggert bei jedem Schlag. Das ist der ultimative Vorteil. Man ist dann einen ultimativen Stagger-Log. Also, denn der Gegner kann einfach nichts tun. Er bekommt zwar weniger Schaden, wird aber von mir ultimativ zerdroschen. Also ihr seht, diese Waffe, sie ist mega gut. Also tatsächlich... wird gerade zu meiner Lieblingswaffe. Also in diesem Augenblick denke ich mir jetzt gerade, wow, was für eine geile Waffe. Boah, nice. Boah, sehr schön. Eine wunderbare Klinge ist das. Ja, der Damage Output ist nicht maximal, aber... auf jeden Fall ist die Waffe an sich hochwirkungsvoll. Hier will ich gar nicht lang.
So, welche Questreihen müssen wir jetzt noch alle vorantreiben? Wir müssen auf jeden Fall nochmal mit Orbeck von Winheim, glaube ich, quatschen. Weiß nicht, habe ich für den was Neues? Aber auf jeden Fall haben wir ein neues Buch für Kornix. Haben wir noch etwas. Für Kornix haben wir auf jeden Fall noch was Neues. Das können wir noch machen. Weil ich will jetzt eigentlich nicht gleich zu Aldridge weitergehen, weil Aldridge wäre der nächste Boss, den wir besiegen müssen. Aber bevor wir zu Aldridge gehen, möchte ich eigentlich noch ein paar andere Questreihen, die wir hier begonnen haben, einfach mal vorantreiben. Da portet sich einer schnell weg. So. Gehen wir mal zurück und reden mal mit Kornix. Und die Waffe von Friede bauen wir uns auf jeden Fall richtig auf. Ich glaube, die wird noch extrem gut. Weil die skaliert ja auch auf unter anderem ja nur ein E auf Stärke, aber eben aber B nochmal auf Intelligenz. Also nicht jetzt Intelligenz und vor allem dann Glaube-Level. Ich glaube, da mache ich mir mit dieser Waffe wirklich Freunde. So, aber wir wollten zu Kornix. Wir wollten zu Kornix, dem alten Korni-Typen. Der hockt da unten und ich hoffe, wir haben hier nämlich noch einstecken, habe ich vorhin gesehen, den Foliant von Izalith. Chaos-Pyromantien von Izalith lernen. Und Quelana-Foliant haben wir noch. Habe ich die alle nicht mal abgegeben? Ich dachte mal, die hätte ich mal abgegeben. Foliant der Grabwächter. Hat das Spiel damals mal nicht richtig gespeichert? Ich dachte, ich hatte die alle schon abgegeben. Ah nee, das muss ich einem Meisterpyromanten geben. Genau, einem weiblichen Meisterpyromanten. Ja, genau, und er ist halt kein Meisterpyromant, stimmt. Ah, the iron. Ah, what have we here? A pyromancy tome from Izalith. Then you found the home of pyromancy. Brilliant! I will never curse being old and undead again. Now, now, show it here, quickly. Let us channel them together. The primal pyromancy is known only to old Master Salaman. Ah ja, doch, wir können sie ihm doch geben. Wir können sie ihm doch geben. What is a teacher without a pupil? Wir können sie ihm doch geben, aber ich sollte mir die eine noch mal lesen, weil die klang auf jeden Fall ein bisschen interessanter. Und zwar Foliant der Grabwächter, ein Pyromantie-Foliant der Grabwächter aus den Katakomben von Karthus. Gib ihm einen Meisterpyromanten, um die Zauber der schwarzen Flamme zu lernen. Hochfürst Volnir von Karthus ergab sich dem Abgrund, aber der Pyromant wurde später zum Grabwächter und entdeckte die schwarze Flamme. Ja, wie Grabwächter Nito damals. Ich glaube, das nimmt er, glaube ich, nicht an. Ne? Der Grabwächter. I'm afraid I cannot accept this. This pyromancy tome is dark and delves into the depths of men where an untouchable flame resides. I cannot comprehend this myself, let alone teach it to you. It is a spell forbidden in the great swamp and nearly everywhere else too. Only one terribly afflicted or burdened by deep sorrow could begin to understand this. Ich glaube, das liegt ein bisschen mit daran, dass diese Schwarzflamme ist, glaube ich, die Vermischung aus Pyromantie und dem Abgrund. Und deswegen mag er das nicht. Und für den Foliant von Quelana brauchen wir einen weiblichen Pyromancer-Meister. Ah, what have we here? By the gods! This inscription reads, Quelana, the ancient deity, one of the witches of Izalith. The last of them who wandered the lands. Then she must have returned to Izalith after all. But I regret to say, I cannot accept this. Quelana's pyromancies are for witches and must be learned from a mistress. But thank you for allowing me to peer upon such a thing. If only I were a woman. Huh.
Tja, wer denkt sich das nicht? Hat er jetzt dann dadurch eigentlich irgendwas Neues? Na klar, wir können Pyromantien jetzt neue von ihm erlernen. Die Feuerflut, Chaossturm. Kaufen mal alles ein hier. Meine Seelen mal alle verschwenden. Chaos Feuerkugel und Karthus Leuchtfeuer. So, mal alles gekauft, was man hier kaufen kann. Erzählt er uns jetzt noch was Neues? Heed my words, unkindled one. Fear the fire. The home of pyromancy, Izalith, was scorched by the very fire it created. Undoubtedly, it was a flame of chaos, tangled by a witch's hand. But who's to say that this bonfire's flame is any different? Heed my fear the whole. Undoubtedly, it was a flame of chaos. But who's to say that this bonfire's flame? Heed my fear the home of pyromancy. Undoubtedly, it was a flame of chaos, tangled by a witch. But who? Okay, daraus werde ich jetzt gerade nicht so besonders schlau, weil eigentlich, was in Izalith passierte, war ja eigentlich, dass die Hexe von Izalith ihre Seele versucht hat zu verbinden mit der ersten Flamme. Okay, aber auf jeden Fall müssen wir jetzt halt diesen weiblichen Pyromancer finden, der uns dann den Folian von Quelana quasi abnimmt. Ein Pyromantie-Foliant von Quelana, gefüllt mit ihren einzigartigen Zaubern. Diese Pyromantien können nur von einer weiblichen Meisterin gelehrt werden. Gib ihn einem weiblichen Meister-Pyromanten, um Quelanas Pyromantien zu erlernen. Quelana, die einzige überlebende Hexe von Izalith, nahm einst einen menschlichen Schüler an, doch als er weiterzog, akzeptierte sie nie wieder jemanden als Schüler. Genau. Den Punkt hatten wir nämlich schon mal. Naja, manchmal speichert das Spiel nicht sofort. Und zwar ist dieser einzige Schüler, den sie hier angenommen hat, tatsächlich dieser weibliche Meister-Pyromant, den wir hier noch suchen müssen. Habt ihr zumindest damals in die Kommentare geschrieben. Gut, ich würde sagen, für heute machen wir jetzt erstmal ein kleines Päuschen. Wir müssen noch mit Orbeck quatschen und bei Orbeck weiterkommen. Wir müssen auf jeden Fall bei Irina da hinten noch weiterkommen. Das sind Sachen, die machen wir auch alle noch, bevor wir Aldridge töten. Zumindest soweit, wie wir sie machen können, bevor wir Aldridge töten. Damit wir hier tatsächlich mal ein bisschen auch im Story progressen. So. Dementsprechend, vielen Dank, ihr Lieben, fürs Zuhören und Zuschauen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Gehabt euch wohl. Bis dahin, BB, euer Hyuga.